15 durstige Tiere, die um Wasser bitten. Jedes Lebewesen braucht Wasser, um zu überleben. Aber manchmal machen es klimatische Veränderungen und extreme Bedingungen vor allem für an Land lebende Tiere unmöglich, sich ausreichend mit Wasser zu versorgen. Hast du jemals von einer Kobra gehört, die aus der Hand eines Mannes Wasser trinkt? Hier sind 15 durstige Tiere, die auf der Suche nach Wasser eingefangen wurden. Nummer 15. Känguru. 2020 wurden mehrere Berichte über Buschbrände in Australien veröffentlicht, bei denen Millionen von Tieren getötet wurden. Es gab Rettungsaktionen, um die Tiere vor dem Feuer zu schützen. So gelangten viele Videos ins Internet, in denen Feuerwehrleute, Polizisten oder sogar Freiwillige bei der Rettung dieser Tiere zu sehen waren. Ein Instagram-Video, das viel Aufmerksamkeit auf sich zog, war das eines Polizisten, der einem Känguru, das aus dem Feuer gerettet wurde, Wasser anbot. Dazu schüttete er etwas Wasser auf seine Hand, damit das Känguru einen Schluck aus seiner Handfläche nehmen konnte. Das war sehr nett von ihm. Nummer 14. Koala. Ein junger Koala wurde in New South Wales fotografiert, als er während der Brände Regenwasser von der Straße leckte. Das Wort Koala bedeutet in der Sprache der australischen Aborigines kein Getränk, denn sie decken ihren Wasserbedarf mit dem Verzehr von Blättern. Wir sind erstaunt, einen von ihnen zu sehen, der versucht, auf dem undenkbarsten Weg an Wasser zu kommen, auf der Straße. Hoffentlich hat der Koala einen neuen Lebensraum gefunden und genug Wasser zum Leben bekommen. Nummer 13. Leopard. Sicherlich fragst du dich, warum ein Leopard seinen Kopf in einem Wassertopf stecken hat. Im Bezirk Raisamand in Rajasthan hat sich ein Leopard nachts auf der Suche nach Wasser verirrt. Er muss in dem Topf mit einer sehr schmalen Öffnung Wasser gefunden haben. Vermutlich hat er nicht lange überlegt, bevor er seinen Kopf hineinsteckte. Die Bewohner des nahegelegenen Dorfes wachten durch die Geräusche des verängstigten, feststeckenden Leoparden auf. Nach 10 Stunden wurde der Leopard aus dem Topf befreit und in den dichten Wald entlassen. Der Versuch des durstigen Tieres, sich etwas zu trinken zu verschaffen, ging gründlich schief. Nummer 12. Affe. In den Straßen von Maharashtra gab es einen weiteren Akt der Freundlichkeit, der als Video aufgenommen und online gestellt wurde. Dieser Verkehrspolizist wurde dabei beobachtet, wie er einem Affen das Leben rettete, während er wahrscheinlich seinen üblichen Pflichten nachging. Auf der Straße gab er dem durstigen Tier eine Flasche Wasser. Wir wissen nicht, woher der Affe kam, aber er muss in der Hitze wirklich ausgedörrt gewesen sein. Wir sind sicher, dass der Affe dem Polizisten dankbar war und viele Zuschauer waren von dieser selbstlosen Tat beeindruckt. Nummer 11. Koala. Während einer extremen Hitzewelle in Australien, die auch Menschen betraf, war diese Radfahrerin bereit, ihre Wasserflasche mit einem Tier zu teilen. So etwas sieht man nicht jeden Tag. Diese Radfahrerin traf auf einen mitten auf der Straße sitzenden Koala. Koalas waren am meisten von der extremen Hitze und den Waldbränden, die ihren Lebensraum zerstörten, betroffen. Obwohl Koalas nicht besonders zutraulich sind, ging dieser Koala auf die Frau zu und kletterte sogar auf ihr Fahrrad. Sie bot ihm etwas Wasser an und die Bilder, die dabei entstanden und gepostet wurden, brachten die Herzen vieler Instagram-Nutzer zum Schmelzen. Nummer 10. Wilder Affe. Bei einem Waldspaziergang entdeckte dieser junge Mann ein paar niedliche Affen und versuchte, ein paar Fotos und Videos zu machen. Er hatte einen Rucksack mit Wasserflasche dabei. Das Lustigste passierte, als der Affe versuchte, die Wasserflasche aus dem Rucksack zu ziehen und einen Schluck zu trinken. Der Mann gab ihm einen Schluck und der Affe bedankte sich dafür. Wenn du also das nächste Mal Wildtiere beobachten willst, solltest du eine Flasche Wasser mitnehmen, denn es kann gut sein, dass du auf ein durstiges Tier triffst. Nummer 9. Adler. Man könnte meinen, dass ein Adler als Raubvogel kein Wasser braucht. Im Internet ist ein 20 Sekunden langes Video aufgetaucht, in dem einige Männer einem durstigen Adler helfen, Wasser aus einer Plastikflasche zu trinken. Normalerweise sind Adler nicht aggressiv gegenüber Menschen, sondern meiden sie. Der Mensch stellt für Adler keine Bedrohung oder Beute dar. Es sei denn, du befindest dich in ihrem Revier oder näherst dich ihrem Nest.
Viele Leute kommentierten das Video mit der Bemerkung, wie nett diese Männer seien, denn es ist selten, dass ein wilder Adler dem Menschen so nahe kommt. Nummer 8. Löwe. In freier Wildbahn suchen Löwen an Flussläufen nach Trinkwasser. In diesem Video eines Safari-Führers im Krügerpark in Südafrika sieht man, wie eine winzige Diamantschildkröte versucht, einen Löwen vom Trinken abzuhalten. So klein das Tier auch war, es hatte keine Angst vor einem so großen Tier. Aber der durstige Löwe brauchte einen Drink und bekam ihn so oder so. Nummer 7. Streunender Hund. Hunde erweichen das Herz der Menschen. Ein Polizeibeamter wurde dabei beobachtet, wie er einem streunenden Hund in Varanasi half. Der Hund, der sehr durstig war, bekam Wasser aus einer Handpumpe, die der Polizist während seines Dienstes bediente. Als dieses Bild auf Twitter auftauchte, lobten viele Leute den Polizisten dafür, dass er so nett zu dem Hund war. Auch streunende Hunde brauchen Wasser. Nummer 6. Brunnenvogel. Man vergisst manchmal, dass auch Vögel Wasser brauchen. Dieser kluge Vogel wurde gefilmt, wie er einen Weg gefunden hat, um zu trinken. Mit seinem Schnabel versuchte er, den Wasserhahn eines Brunnens zu drehen. Schließlich bekam er ein wenig Hilfe und konnte trinken. Dieser durstige Vogel muss beobachtet haben, dass Wasser aus dem Hahn kommt, und wir sind froh, dass er das tat. Nummer 5. Taube. Wie diese Taube auf den Balkon dieses kleinen Jungen gekommen ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er etwas ganz Süßes getan hat. Mit einem Löffel griff er zwischen den Metallstäben hindurch, während er am Rand des Balkons saß, und gab der Taube etwas Wasser zu trinken. Es waren zwar nur winzige Wassertropfen, an denen der Vogel lecken konnte, aber es muss seinen Durst einigermaßen gestillt haben. Der kleine Junge wusste nicht, dass sein kleiner Akt der Freundlichkeit aufgenommen wurde, bis er auf Twitter auftauchte und viele positive Kommentare bekam. Es lohnt sich also, auch zu einer kleinen Taube auf dem Balkon nett zu sein. Nummer 4. Büffel. Eine Handpumpe zu benutzen, würden wir keinem Tier zutrauen. In den sozialen Medien ist ein Video aufgetaucht, in dem ein Büffel zu sehen ist, wie er eine Handpumpe bedient, um Wasser zu trinken. Er benutzte seine Hörner, um den Hebel der Handpumpe zu bewegen und Wasser aus dem Stutzen der Pumpe zu holen. Als sich das Wasser zu einer Pfütze formt, hält er inne und trinkt daraus. Das ging eine ganze Zeit lang so. Eines ist sicher: Das arme Tier muss so durstig gewesen sein, dass es ein Mittel finden musste, um an Wasser zu kommen. Nummer 3. Eichhörnchen. Eine weitere schwere Hitzewelle, die Portland auf der anderen Seite des Pazifischen Ozeans heimsuchte, brachte viele Lebewesen in arge Bedrängnis. Während die meisten Menschen in ihren Häusern bleiben, um die Hitze zu reduzieren, haben einige Tiere diesen Luxus nicht. Als dieser Wissenschaftsautor ein durstiges Eichhörnchen entdeckte, bot er ihm einen Eiswürfel am Zaun seines Hauses an. Das Video, in dem das Eichhörnchen den Eiswürfel ableckt, ist wahrscheinlich das niedlichste, was du im Internet gesehen hast. Zweifellos war es dankbar für das kalte Getränk. Nummer 2. Schwarze Schlange. Ein in Indien aufgenommenes Video landete im Internet und sorgte für viel Gesprächsstoff. Eine schwarze Schlange trank Wasser aus einem Glasbecher, den ein Mann ihr hinhielt. Es ist selten, dass eine Schlange ihren ganzen Kopf in einen Becher steckt, um Wasser zu trinken. Bemerkenswert ist auch, wie ruhig der Mann blieb, ohne sich um einen Biss dieser Viper zu kümmern. Sie muss das Wasser dringend gebraucht haben, so wie sie es heruntergeschluckt hat. Wir hoffen, dass sie sich nicht umdrehte, um den Mann zu verletzen, der ihr half. Nummer 1. Kobra. Wieder einmal ging ein Video in Indien viral. Als Giftschlange ist die Kobra nicht dafür bekannt, umgänglich mit Menschen oder anderen Lebewesen zu sein. In diesem Video ist jedoch ein Mann zu sehen, der sich zu der Schlange hinunterbeugt und ihr Wasser aus einer Plastikflasche anbietet, die er in der Hand hält. Er ist ganz nah an der Kobra dran. Die Kobra muss dringend etwas zu trinken gebraucht haben, denn sie nimmt das Wasser ganz ruhig auf. Kobras haben anscheinend auch Durst. Welches andere Tier kennst du, das sich auf seltsamste Art und Weise Wasser von Menschen oder von sich aus besorgt? Lass es uns im Kommentarbereich wissen.